It's magic, möchte, ist dieses Lager hier reinzusetzen. Dazu muss der Lagersitz erwärmt werden und der Innenring muss geweitet werden, damit er hier auf diesen Passsitz von dem Kurbelwellenzapfen passt. So, das bedeutet, dass ich hier mit meiner Heißluftpistole den Lagersitz jetzt erwärme bis ca. 80-90 Grad und mit Hilfe dieses Heizpilzes, worauf ich dann das Lager setze. Man sieht hier zwischen ist auch Platz, sodass nur der Innenring aufgeheizt wird. Das heißt, ich erwärme jetzt diesen Heizpilz, soweit es geht, dann setze ich das Lager auf. In der Zwischenzeit erwärme ich den Lagersitz. Und dann müsste beides soweit geweitet sein, dass das Lager problemlos hineingeht. Theoretisch. Manchmal ist es auch anders. Zum Einschlagen habe ich mir dieses Werkzeug gebaut. Das ist ein alter Schippenstiel, konisch, für ein kleineres Lager, für ein größeres Lager. Passt genau über den Kurbelwellenzapfen, passt hier genau hinein. Und vor allen Dingen, ich beanspruche das Material nicht, das ist Hartholz, ist immer noch besser als Messing oder als Aluminium oder was weiß ich, was man da, oder gar Stahl oder so jetzt. Also hiermit kann man ein Kugellager wesentlich schonender in die Endstellung bringen, als das mit anderen Werkzeugen der Fall ist. Ich habe das Teil schon bei anderen Motoren benutzt, also es hat sich bis jetzt wunderbar bewährt. Ja. Schnell gemacht und es funktioniert. So, jetzt werde ich mal diesen Heizpilz, den bekommt man hier bei MZA, wenn wir mal Schleichwerbung machen, für 16,34 Euro. Man kann hier zwei Lagergrößen mit anwärmen. Also C3-Lager passt hier genau drauf. Man sieht es. Und so wird gewährleistet, dass nicht das gesamte Lager erwärmt wird und sich dehnt insgesamt, sondern eben nur der Innenring. So, dazu muss ich das Lager aber erstmal anwärmen. Dieses Material ist auch von Vorteil, es hält die Wärme sehr, sehr lang. Man kann natürlich auch eine alte Kochplatte nehmen und das da draufstellen oder auf ein Ceranfeld. Das ist jedem selbst überlassen. Ich könnte auch hier meinen Propanbrenner nehmen dafür. Aber ich habe hier so viel mit Benzin rumgefummelt. Das lasse ich lieber sein. Da sind mir schließlich die Bude nicht abfackeln hier. Zwischendurch werde ich den Lagersitz hier mal ein bisschen nach Vordermann bringen. Dazu natürlich so schonend wie möglich und
nicht die Kurbelwelle, also nicht den Zapfen von der Kurbelwelle mit erwärmt. Und das wäre kontraproduktiv, wenn der sich gleichzeitig mit ausdehnen würde. Also glühen braucht er nicht. Also 80 Grad, 85, 90 Grad würde schon genügen. Auf keinen Fall gehört hier beim Einsetzen auf dem Pass Öl oder Fett. Das muss auf Knirsch gehen. Voraussetzung, dass es sauber ist, dass da kein Schmutz drauf ist, kein Sand oder gar ähnliches. Und viele haben die Angewohnheit und ölen den Lagersitz hier ein. Das kann unter Umständen böse Folgen haben. Man sieht das hier. Ich weiß ja nie, wie meine Kamera steht. Wir werden es ja sehen. Im schlimmsten Fall kann das Lager stecken bleiben. Das wäre natürlich furchtbar. Ich meine jetzt nicht den Lagersitz, sondern den Innenring. Hat es alles schon gegeben. Das hat er noch nicht da. Ja, ist klar, der ganze Motor, der ist jetzt zusammengeschraubt, die Wärme, die wird natürlich abgeleitet.
Hammer drauf. So, meine Herren. Na, wunderbar. Drin. Scheibe. Ich glaube, da brauche ich gar nicht groß. Was über 0,3 mm. Den brauche ich gar nicht groß. Das sind genau 0,3 mm. Hier haben wir es. Das ist die sogenannte Ölleitscheibe. Die wird hier so eingelegt. Hier durch diese, das ist die Ölleitbohrung. Hier tropft mehr oder weniger Wasserkraftstoff, der jetzt angesaugt wird und gleichzeitig auch durch die beiden Ölaufbohrungen jetzt an den Lagern gelangt. So, und dieses Kraftstoff-Luftgemisch ist natürlich ölhaltig. Das leitet, also das tropft hier lang an den Ring und gelangt auf diese Art und Weise von dieser Seite ins Lager. Das ist die Idee. Und in der Regel funktioniert es auch. Ja, hier brauche ich überhaupt keine. Ich könnte eine
eine Scheibe nehmen. Die wäre 0,1. Theoretisch. Bei das Axialspiel der Kurbelwelle, also es muss gewährleistet sein, weil hier kommt ja der Dichtdeckel drauf und das Lager. Das Lager darf nur, weil der Motor wird ja warm, das Lager, der Lagersitz wird sich weiten und das Lager beginnt im Extremen oder im schlimmsten Fall zu wandern. So, und dann muss eben gewährleistet sein, dass Spielraum auf dieser Seite besteht, dass das Lager eben nicht über einen bestimmten, über eine bestimmte Entfernung, also in diesem Fall wären das 0,2 bis 0,3 mm, wandern kann. Ansonsten würden nämlich innerhalb der Kurbelkammer die Wangen, also diese Gewichte, die links und rechts an der Kurbelwelle sind, da zu wenig Platz ist zwischen Wangen und Kurbelkammerwand, könnte die Gefahr bestehen, dass sie dann anschlagen bzw. schleifen. Und darum stellt man hier auf dieser Seite das vorgeschriebene Spiel ein. Das beträgt, also das beträgt bei diesem Motor oder sollte zwischen 0,2 und 0,3 mm liegen. So. So. Ich kann das jetzt mal ganz einfach messen. Die Ölleitscheibe ist 2 mm. Und die Tiefe ist 2,5. Dann hätte ich 0,5 mm, was ich ausgleichen muss, also muss eine Scheibe von 0,2 mm da rein, dann habe ich die 0,3 mm Axialspiel. Also diesen Platz, den das Lager braucht zum Wandern. Weiter darf es nicht wandern, weil sonst gibt es eine Katastrophe. So, und das gilt natürlich auch für dieses Lager hier. Und bei diesem Lager sieht es genauso aus. Da habe ich einen Wert von 0,8. Also müsste ich hier mehrere Scheiben kombinieren, dass ich eine Stärke kriege, zusammenkriege von 0,5 mm, sodass 0,3 mm überbleiben für die Abtriebswelle. Und das Lager kann auch wandern. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Also ich habe heute mehr gemacht, als was ich wollte. Aber das spielt keine Rolle. Der Motor muss weiter komplettiert werden, also hier der Dichtdeckel, mitsamt Radialdichtring, der Bremskörper. Ja, dann die Kupplung, Antriebsritze, Zylinder, Kolben und zu guter Letzt dann das, worauf ich mich am meisten freue, auf die elektronische Zündung. Die Schrauben habe ich hier schon eingedreht. Ach, nochmal was zu den Schrauben wollte ich hier nochmal was sagen. Also mit den Schrauben, das ist auch so ein Ding. Also jeder, der sich beabsichtigt, an seinem Motor solch eine Zündanlage zu montieren, da gibt es diese Schrauben dazu, also Inbusschrauben dazu. Ne? Da sollte man wirklich höllisch vorsichtig sein, denn diese 6er Gewinde, die hier drin sind, oder ist das 4? Ich weiß es jetzt gar nicht. Habe ich dann mein...
sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, denn diese Gewinde hier, die sind ratzfatz, sind die ausgeschlagen oder rausgerissen oder sowas. Also man kann hier keine große Kraftanwendung veranstalten, weil dann sind ruckzuck die Gewinde im Arsch hier. Die Schraube hält das aus, aber das Gewinde auf keinen Fall. Noch habe ich keine Späne hier dran. Das ist nur Dreck. So. Das ist Vierer. Vierer. Fünfer. Komisches Gewinde hier. Also diese Schrauben hier, vor allen Dingen hier mit Schraubensicherung. Dann kann man nicht sehr viel verkehrt machen. Noch lassen sie sich gut anziehen. Man braucht die Grundplatte braucht man ja auch nicht. Braucht man ja nicht so anbamsen. Sitzen alle. Also, auf keinen Fall überdrehen. Und sonst kann man den ganzen Mist wieder rausdrehen hier und das wäre auch nicht so gut. Jetzt, was hier eine Scheibe unter ist, das weiß ich selber nicht. Herkommt. Ist aber nicht. Hier auch nicht rein tun. Das verträgt sich naja nicht mit dem. Also beim Anziehen nur hier oben den Kopf anpacken. Das reicht schon. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht zuzuschauen. Ich betone nochmal, ich bin nicht der Experte. Und ich will ja auch nicht den Lehrer raushängen lassen, um Gottes Willen. Ich bin nur ein Otto Normal Garagenschrauber, dem ab und zu mal ein guter Wurf gelingt, aber ich habe auch schon sehr viele Pleiten erlebt. Also aber es wäre ja zu schön, wenn alles so einfach wäre. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.